Merhaba, benim adım Çimen Bahri ve ben Berlin'de doğdum ve büyüdüm. Hallo, ich bin Çimen Bahri und bin in Berlin geboren aufgewachsen. Merhaba, benim adım Derya Eşseve. Ben Berlin'de doğdum ve büyüdüm. Hallo, ich bin Derya Eşseve. Ich bin in Berlin geboren aufgewachsen. Das Duo lernt sich während des Studiums in Berlin kennen. 2010 gründen die frisch gebackenen Modedesignerinnen ihr eigenes Label, Eşseve Bahri, mit dem sie noch im gleichen Jahr durchstarten. Ihre türkischen Wurzeln sind für sie Inspirationsquelle. In ihrer aktuellen Herbst-Winter-Kollektion ist die erste Generation türkischer Gastarbeiter Ausgangspunkt der Kreationen. Schlichte, reduzierte Schnitte und grobe Häkelpullis gehören dazu. Dabei wurde in ihren Familien vorher kaum über das Thema Gastarbeiter gesprochen. Wir haben uns natürlich nicht nur mit unserer eigenen Vergangenheit beschäftigt, sondern auch generell einfach recherchiert, wie sah die erste Generation Gastarbeiter aus und speziell auch die Arbeitskleidung. Das hat uns sehr, sehr inspiriert. Also die Arbeiter, wie sie eigentlich in der Türkei gearbeitet haben, mit dem Dreiteileranzug hochgeschlossen, sind sie zur Arbeit gegangen. Und diese Ästhetik haben die in Deutschland eigentlich abgelegt, haben sie gegen Overalls, die man ja zum Beispiel hier sehen kann, abgelegt. So diese typische Arbeiterkleidung, wie man sie eigentlich kennt. Bei diesem Outfit kann man ganz gut sehen, das ist halt der Rollkragen. Das ist halt eine ganz feine Seide. Und das haben wir halt transportiert, diesen Look mit den Rollkrägen, dieses hochgeschlossene. Unsere Hemden sind halt immer mit dem letzten Knopf geschlossen, der auch ein besonderer Knopf ist. Das ist ein Glasknopf. Die Arbeit an der Kollektion hat Ihnen Ihre Herkunft erstmal so richtig bewusst gemacht. Wir kennen uns jetzt auch schon seit 2002. Ja. Und haben nie drüber geredet gehabt. Ja. Wie fühlst du dich? Also dieses Thema aufgegriffen. Also eigentlich fühlen wir uns in dem Sinne speziell als gar nichts, also weder als ganz deutsch oder als ganz türkisch. Besser gesagt, wir machen uns eigentlich keine Gedanken darüber. Hallo. Die Mutter von Çimen Bahri kommt jeden Tag ins Atelier in Berlin-Kreuzberg. Von Anfang an unterstützt sie die beiden Designerinnen bei ihren Entwürfen. Semra Bahri lebt seit mehr als 30 Jahren in Berlin, arbeitet in einem Krankenhaus. Ihre engsten Freunde sind Türken. Da fühle ich mich auch wie ein Türken. Wir reden Türkisch. Naja, Essen und so kochen ist auch so türkische Essen meistens, wir kochen. Semra Bahri kam 1980 nach Berlin, ihr Mann bereits 1971, um in einer Textilfabrik zu arbeiten. Çimen Bahri und ihre Schwester sind mit beiden Kulturen aufgewachsen und feiern sowohl muslimische wie christliche Feste. Bei mir ist es tatsächlich sehr gemixt, weil also ich habe im letzten Jahr geheiratet und mein Mann ist zum Beispiel Deutscher. Und ich wir haben jetzt alles, also wir feiern alle zusammen Bayram bei uns und wir feiern alle zusammen Weihnachten dann bei der anderen Familie. Derya Eşseve gehört zur dritten Generation. Ihre Großeltern kamen mit den ersten Gastarbeitern in den 60er Jahren nach Deutschland mit ihrer Mutter. Ihr Vater kam später. Aufgewachsen ist Derya in einem Berliner Bezirk mit wenig Ausländeranteil. Wir sprechen eigentlich ein deutsch-türkisches Mischmasch. Ich weiß auch nicht warum, es hat sich irgendwann so Sie sprechen halt viel Türkisch, aber auch viel Deutsch und auch Sätze, wo beides halt drin vorkommt. In ihren Kreationen spielt die traditionelle Häkeltechnik eine große Rolle. Das übernimmt Semra Bahri. Häkeln ist tief in der türkischen Kultur verwurzelt. Derya Eşseve und Çimen Bahri kombinieren die traditionelle Technik und moderne Schnitte mit Erfolg. Häkelteile aus dünnen schwarzen Lederfäden und schlichte Schnitte zeichneten bereits die erste Kollektion aus, mit der sie gleich 2010 den Young Designers Award auf der Berliner Modemesse Premium gewannen. Der Kulturmix in den Kollektionen war uns von Anfang an schon wichtig, weil wir speziell auch was mit Handarbeit machen wollten. Wir wollten halt wirklich die Handarbeitselemente in die Kollektion mit einbringen. Und in der ersten Kollektion haben wir auch dieses Material, die Lederbänder, mit denen wir häkeln, neu entdeckt. Ihr häkelt es in Form von Häkeldeckchen, mit denen die beiden groß geworden sind, verwenden sie großflächig in der Frühjahr-Sommer-Kollektion. Erstmals setzen sie auch Oya ein, feinste Häkelspitze und Häkelblüten aus Seide, eine alte türkische Handwerkskunst. Die Blümchen lassen sie in der Türkei anfertigen. Ihre Kollektion haben sie bereits in Paris und in Istanbul gezeigt.
Mit ihren Entwürfen, die ihre türkischen Wurzeln sichtbar machen, ist das Designer-Duo auf dem Weg, die internationale Modewelt zu erobern.